Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Shein-Haul. Ich freue mich so darüber, weil ich so lange keine Shein-Hauls mehr gedreht habe. Deshalb hat sich jetzt so einiges angesammelt, alles aktuell. Und ich habe so einige Stücke, wo ich mich wirklich sehr verliebt habe. Die müsst ihr unbedingt sehen. Vor allen Dingen das Oberteil hier zum Beispiel. Fangen wir an mit diesem Oberteil. Und zwar ist das so ein Dreiviertel-Oberteil, hört so ungefähr am Bauchnabel auf und hat hier so schöne Tülldetails. Und es fühlt sich auch so qualitativ an auf der Haut, so hochwertig. Wieder mal ein Teil, wo ich mir denke, wie kann das so günstig sein? Es ist so, so, so schön. Das Oberteil könnt ihr mit allem kombinieren. Ihr könnt es so anziehen, ihr könnt es so anziehen, wie es euch auch besser gefällt. Ich mag das Oberteil sehr gerne so, weil es dann hier so ein bisschen so ein Mini-Push-Up-Effekt hat hier an den Schultern. Ich finde, bei dem Oberteil sieht es sehr schön aus in Größe M und es passt mir einfach perfekt. Das nächste Oberteil habe ich in Größe S bestellt. Keine Ahnung wieso. Es ist auf jeden Fall zu klein. Hätte ich mir lieber M bestellt. Ich glaube, da habe ich nicht gut auf die Größentabelle geachtet. Bei Shein könnt ihr immer bei jedem einzelnen Teil auf die Größentabelle gehen. Und außerdem könnt ihr euch die Models anschauen und gucken, was die für Maße haben und welche Größe die tragen. Und wenn ihr dann ein Model gefunden habt mit ungefähr denselben Maßen wie ihr, dann könnt ihr immer bei dem Model schauen, welche Größe sie anhat und wisst automatisch, ob das Teil euch passt. Das Oberteil ist wirklich wunderschön. Ich habe es natürlich auch angezogen hier für euch, dann wisst ihr, wie es aussieht. So sieht es ein bisschen kaputt aus, ist es aber nicht. Es ist mir leider zu kurz. Ich muss gucken, wie ich das anziehe, muss mal schauen. Ist halt ein bisschen knapp. Ich kann das so an Tagen anziehen, wo ich weiß, dass ich die Arme nicht hoch tun werde, weil feiern gehen kann ich damit zum Beispiel nicht, weil ich mich dann nicht so gut bewegen kann. Von der Qualität her ist es so wie diese Basic-Oberteile von H&M. Damit könnt ihr es vergleichen. Vom Schnitt her wunderschön. Ich hätte es nur in M bestellen sollen. Das Oberteil habe ich in S bestellt und es passt auch wie angegossen. Es ist so schön. Es hat auch so einen ganz leichten Push-Up-Effekt hier an den Schultern und sitzt einfach perfekt. Die Arme sind so schön locker und dafür aber hier an den Händen so schön gebunden und ich finde, das gibt dem Oberteil auf jeden Fall so etwas mehr Qualität. Dadurch, dass es halt so fluffig geschnitten ist, sieht es so hochwertig aus. Wirklich sehr, sehr schön. Könnt ihr mit Jeans kombinieren, könnt ihr mit einem Rock kombinieren, könnt ihr bei kälteren Tagen mit dickeren Hosen kombinieren. Wirklich auch sehr schönes Oberteil. Ich ordne hier alles schon mal nach Farben, dann kann ich sie gleich in die Wäsche schmeißen. Dann habe ich hier ein weißes Oberteil. Ich glaube, ich stehe im Moment voll auf diese fluffigen Oberteile. Ihr werdet es gleich sehen, da ist noch ein bisschen was an fluffigen Oberteilen dabei. Das hier ist so schön schulterfrei geschnitten. Hier kann man auf jeden Fall komplett durchsehen. Solltet ihr mit einem Bandeau-Top oder einem schönen BH tragen, mit so schönen Punktedetails. Moment, ich mache es mal so, dann könnt ihr es besser sehen. So, auch wirklich sehr qualitativ in der Hand. Hier habe ich Größe M bestellt und es passt perfekt. Ich habe hier ein Wickeloberteil in einem wunderschönen Orangeton. In der Kamera sieht das irgendwie sehr knallig aus. Es ist ein Ticken blasser, also es ist nicht so komplett knallig und relativ tief ausgeschnitten. Deshalb habe ich es euch aufgenommen und so die Hand davor getan, weil ich gerade keinen Top zur Hand hatte in derselben Farbe. Werde ich auf jeden Fall mit so einem spitzen Top drunter anziehen, sonst ist es zu offen, aber auch so vom Stoff her so hochwertig. Schaut mal, dass dieses glänzende, was sich aber nicht so komisch auf der Haut anfühlt. Also es ist kein Schwitzstoff, es ist sehr hochwertiger, glänzender Stoff, aber von innen halt so mit so einem matten Gefühl. Dann habe ich hier eine wunderschöne beige Hose. Sollte ich vielleicht hier mal zumachen. Das Lustige hier ist, ihr habt hier so einen Knopf zum Zumachen, aber man sieht den hier vorne nicht. Das ist so zweilagig und der Knopf versteckt sich da in der Mitte. Und dann habt ihr natürlich auch einen Reißverschluss. Und dann zu Deko-Zwecken so schöne braune, dunkelbraune Knöpfe und dann geht das halt wie so ein Chino runter und ist oben so ein bisschen geschäftlicher geschnitten. Wirklich eine sehr schöne Hose, könnt ihr auf der Arbeit anziehen, wenn ihr so ein bisschen
Büro-Style anzieht oder ihr könnt es abends zum Ausgehen anziehen. Wirklich sehr schöne, qualitative Hose. Ich habe so eine ähnliche Hose mal bei H&M gekauft und auch da war die Qualität so schön, dass ich mir dachte, wow, H&M macht so hochwertige Hosen. Und diese Hose kann ich damit vergleichen. Das war so eine beige Hose, die ich vorne auch so zugeknotet hatte. Danach hattet ihr oft gefragt, vielleicht könnt ihr euch erinnern. Auf jeden Fall kann man die Hose damit vergleichen. Ich habe hier einen Zweiteiler bestellt. Ich dachte mir, zum Feiern gehen wäre es super. Das Oberteil passt mir sehr gut, finde ich sehr, sehr schön. Hier habe ich Größe M bestellt. Das Oberteil passt super. Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen zu viel finde mit dem Rock dann zusammen. Ich glaube, ich werde beide getrennt anziehen. Aber wenn ich dann sehr lustig drauf bin, kann es sein, dass ich beides zusammen anziehe. Bei dem Rock ist es so ein bisschen zu eng, muss ich sagen. Also wenn ihr ein bisschen Pöppis habt, könnte M sogar ein bisschen zu klein sein. Ich muss mal gucken, ob ich die Naht hier in der Mitte so ein bisschen auflockern kann. Dann kann ich es auf jeden Fall besser anziehen, dann wird es mir besser stehen. So habe ich dann hier eine Linie oben, wo die Pobacken sind. Und das sieht nicht so schön aus. Vielleicht kriege ich das hin mit der Naht. Ihr kennt ja meine Figur so ungefähr. Könnt es dann mit eurer Figur so ein bisschen abschätzen. Und außerdem natürlich die Größentabelle benutzen. Das wäre sehr vorteilhaft. Sehr schön. Fühlt sich sehr hochwertig an. Wirklich super Set zum Abendsausgehen. Und wenn ihr es nicht so partymäßig haben wollt, könnt ihr die beiden Teile auch einzeln anziehen. Das hier zum Beispiel mit einer schönen Hose, mit so einer lockeren Hose. Oder ihr könnt den Rock anziehen mit so einer schönen Bluse oder vielleicht einfach mit einem ganz normalen Top zum Abendsausgehen. Dann habe ich hier einen Rock. Ich bin dieses Mal wirklich mega begeistert von der Qualität. Ich habe ja schon sehr oft Shein-Sachen testen dürfen und weiß, dass ich immer wieder so Einzelstücke hatte mit richtig guter Qualität, wo ich sehr überrascht war. Aber dieses Mal sind so viele Sachen dabei, die so richtig gute Qualität haben. Bei den zwei, drei Dingen, die ich habe, wo ich die Qualität nicht so gut finde, sage ich euch das dazu. Der Rock hier gehört auf jeden Fall nicht zu den Sachen, die nicht qualitativ sind. Fühlt sich sehr hochwertig an, ist ein sehr dicker Stoff. Also da lohnt es sich auf jeden Fall, das Geld zu investieren. Ich finde, es ist mal was anderes. Also vorne habt ihr so ein Muster und hinten ist es komplett gerade. Und dadurch wirkt es halt so mega süß. Ich kann mir das sehr gut vorstellen zum Abendessen oder vielleicht auch auf der Arbeit mit einem ganz normalen Basic-Oberteil für die Arbeit. Wirklich sehr, sehr schick. Ich finde, den Rock kann man sehr gut im Winter mit Strumpfhose und einem Rollkragenpulli sehr gut anziehen. Oder auch jetzt bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, halt ohne Strumpfhose und dann mit so einem Oberteil ungefähr so in derselben Farbe oder mit Weißtönen kombiniert. Wirklich sehr, sehr süß und schick. Hier habe ich eine Hose, bei der habe ich mir vorgestellt, dass die wie bei diesen Ivana Santa Cruz Hosen sitzt. Tut sie aber nicht. Die ist eher so geschnitten wie früher zu meiner Schulzeit. Meine Baggy-Hosen, die nicht so mega cool geschnitten waren, dass die halt so eng an der Taille waren, locker an den Beinen und dann unten am Fußknöchel dann so richtig eng. So ist diese Hose nicht. Es ist eine ganz normale Basic-Hose, habe ich mir in M bestellt, passt gut, aber ich dachte, die ist anders geschnitten. Diese Tasche ist wunderschön, lohnt sich wirklich sehr, so schick einfach, wirklich, ich glaube, im Moment habe ich so eine Zeit, wo ich mich so ein bisschen süß und schick anziehen möchte, kennt ihr das, ihr habt bestimmt auch manchmal so Phasen. Die Tasche hatte ich an, als ich mit Timo in der Stadt war und da waren wir kurz bei Zara und da gibt es haargenau dieselbe Tasche mit ganz kleinen Details, die ein bisschen anders sind und da hat die Tasche 12 Euro mehr gekostet als bei Shein und wenn ihr sowieso eine Bestellung bei Shein machen wolltet und diese Tasche haben wolltet von Zara, dann holt sie bei Shein, weil die 12 Euro könnt ihr euch sparen. Dafür ähneln sie sich einfach viel zu sehr und ich dachte mir auf der Online-Seite, oh nein, ich glaube, es könnte billig aussehen, tut es aber gar nicht. Es ist einfach mega, mega, mega schick, wirklich sehr schöne Tasche. Das Oberteil ist eines meiner Lieblingsstücke. So qualitativ. Ich habe auf Instagram auch ein Foto damit gepostet. Es ist so, so, so schön. Sehr schön dick geschnitten. So ein toller Stoff. Es fühlt sich super an auf der Haut. Wenn ihr das Oberteil anzieht, dann
Denkt ihr, ihr hättet irgendwie 60 Euro oder so dafür ausgegeben? Dabei bezahlt ihr nicht mal die Hälfte bei Shein. Wirklich mega, mega schön. Hier habe ich die Größe S genommen und dazu gab es auch eine Hose. Also ich habe das im Set genommen, aber ich glaube, es gibt auch nur das Oberteil getrennt. Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe ein anderes Oberteil bestellt, was dem hier mega, mega ähnelt. Nur, dass das andere Oberteil kürzer geschnitten ist. Das Oberteil ist länger geschnitten und im Set bekommt ihr die beiden. Ich weiß nicht, was ich bei der Hose machen werde, weil es mega durchsichtig ist. Also man sieht hier sogar das Etikett übertrieben durch. Schaut mal. Es ist wirklich mega durchsichtig. Bei Röcken kann man ja noch so Unterröcke anziehen, aber ich finde, bei Hosen ist es blöd, etwas noch drunter anzuziehen, weil dann sitzt das Ganze nicht mehr so schön. Bei Röcken kann man das machen, aber bei Hosen finde ich das eher kontraproduktiv. Aber wenn ihr das Oberteil nicht einzeln findet, dann würde ich an eurer Stelle trotzdem das Ganze im Set kaufen, weil das Oberteil einfach so schön ist. So, das Oberteil, was dem weißen Oberteil mega ähnelt, vom Schnitt haargenau fast gleich, sogar die Schnittstelle, wo das hier durchkommt, um das Ganze zu binden, ist mega, ist einfach gleich. Nur, dass das Oberteil hier vorne etwas kürzer geschnitten ist. Dafür kann man das Oberteil mit so engen, hohen Hosen zum Beispiel anziehen. Dann kommt die Hose auch in Geltung. Bei dem weißen Oberteil ist es eher so, dass es so weit nach unten geht, dass die Hose dann verschwindet. Aber trotzdem mega schön. Und das hier ist halt anders geschnitten, aber vom selben Stoff. Und ich finde es sehr schön, halt so eine Schulter zu öffnen. Man kann es auch so anziehen. Beide Oberteile sind eigentlich so gedacht, dass man sie halt so im normalen V-Ausschnitt trägt. Weil ihr seht das am Schnitt, dass es so gedacht ist. Aber ich finde es mega schön, wenn man so eine Seite runter tut. Man kann auch beide runter tun, aber dann sieht das nicht mehr so hochwertig aus. Man sieht, man hat es irgendwie so auseinandergezogen. Aber wenn man nur die eine Seite runter macht, sieht es so hochwertig und so schön aus. Also in diese beiden Oberteile habe ich mich wirklich verliebt. Ein Schlafset, so schön, aus so einem schönen Stoff. Und dann mit so süßen Details. Ich habe mich nie an diese Schlafsets bei Shein getraut, weil ich dachte, die sehen so ein bisschen billig aus auf der Seite. Sind sie aber in live gar nicht. Wirklich mega süß, mega sexy. Und das Oberteil sieht so aus. Ich habe es euch jetzt nicht angezogen gezeigt, weil es natürlich viel zu offen ist. Aber schaut mal bitte. Ich wollte es euch zeigen, damit ich euch sagen kann, dass die Qualität mega gut ist. Es fühlt sich super an auf der Haut. Probiert mal auch so die Schlafsets von Shein. Die sind gar nicht schlecht. Dann habe ich hier ein Abendkleid. So ein hochwertiger Stoff. So dick, schaut mal bitte. Und mega elastisch. Hier könnt ihr sogar ruhig eine Größe kleiner nehmen. Ich habe hier die Größe M genommen, weil ich halt dachte, manchmal sind so Sachen bei Shein etwas kleiner geschnitten. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die von den Größen her mehr den Größen in Deutschland ähneln. Deshalb schaut bitte immer in die Tabelle und kauft nicht so blind ein, wie ich dieses Mal gemacht habe. Ich hätte das hier auch in S bestellen können. M ist so ein bisschen zu groß an manchen Stellen, aber trotzdem sieht es gut aus. Ich werde es auf jeden Fall oft anziehen. Ich finde es wirklich mega, mega schön. Was ist das bitte für ein dicker Stoff? Und schaut mal bitte, wie schön kurvig das geschnitten ist. Also an der Taille eng und am Popo etwas breiter. Schaut mal, wie gezeichnet. Und dadurch sieht es halt so schön aus. Wenn ihr auch etwas kurviger seid, dann werdet ihr das Kleid lieben. Es sitzt mega gut. Dann habe ich hier so ein süßes Kleidchen. Ich hätte es mir ein bisschen dicker vorgestellt. Es ist wirklich mega dünn geschnitten. Kennt ihr die Kinderregenjacken? So ungefähr fühlt es sich an. Aber trotzdem gemütlich. Ich werde es auf jeden Fall mit so hohen Plateauabsatzschuhen anziehen. Wirklich mega schön. Das erinnert mich so ein bisschen an das Kleid bei Hitch the Date Doctor. Vielleicht wisst ihr, welches Kleid ich meine. Wirklich mega classy, aber trotzdem auch süß. Ist nur etwas dünner geschnitten, als ich gedacht habe, aber trotzdem sieht man nicht durch. Dann habe ich hier ein Sommerkleid.
Kleidchen. Und ich kann euch sagen, bei dem Kleid merkt man schon, dass das Shein-Qualität ist. Es ist nämlich ziemlich dünn geschnitten, wobei es im Moment auch viele Sommerblumenkleider gibt, die genauso sind vom Stoff her. Aber wenn ich das Kleid mit den anderen Dingen vergleiche, die ich bestellt habe, die Oberteile, das rote Kleid, das Ausgeh-Set mit Oberteil und Unterteil in Rot, dann ist das nochmal eine andere Hausnummer, weil die anderen Sachen waren so hochwertig, so dick und schön geschnitten und aus so einem festen, guten Stoff, dass das hier jetzt schon so ein bisschen weniger qualitativ rüberkommt, obwohl es für ein Sommerkleid eigentlich ganz normal ist. Es ist halt etwas dünner geschnitten. Schön fluffig. Ich mag den Schnitt sehr gerne. Es ist hinten lang und vorne fällt es zwar zusammen, aber wenn ihr zum Beispiel irgendwo sitzt und die Beine übereinander schlägt, dann wird das so schön an der Stelle aufgehen und mega sexy und trotzdem auch süß aussehen. Vom Schnitt her sehr gut. Vom Stoff her so etwas dünner, aber vielleicht auch perfekt für warme Tage, falls ihr noch in den Urlaub fliegt. Dann habe ich hier ein schwarzes Kleid. So süß. Ich habe bei der Kamera die Lichteinstellung mega hochgeschraubt, damit ihr die Details so ein bisschen zumindest erkennen könnt, weil es heute hier so ein bisschen dunkel ist. Aber es ist halt ein ganz normales schwarzes Kleid. Es hat nicht so einen Blauunterton wie in der Aufnahme, wo ich das Kleid anhatte. Es ist ganz normal satt schwarz. Was ich sehr gut finde, ist, dass man an den richtigen Stellen nichts durchsieht. Man sieht an den Ärmeln so ganz leicht durch, so dass es halt interessant aussieht. Aber oben am Dekolleté sieht man nichts durch, am Bauch und am Po sieht man nichts durch. Ganz unten ist nochmal so eine Linie, so ein Stück Stoff, wo man ganz leicht durchsieht. Es ist ein sehr süßes Kleid zum Abends ausgehen. Wenn man mal irgendwas trinken gehen möchte, was essen gehen möchte, ist das ein super, super Kleid. Fühlt sich auch mega hochwertig an. Hier habe ich die Größe M und es sitzt einfach perfekt und es hat auch so ein Innenkleid von innen, so dass das Ganze sehr angenehm zu tragen ist. Dann habe ich ein sehr ähnliches Kleid in Weiß. Dieses Mal aber vom Stoff her so wie das Oberteil, was ich euch gezeigt hatte, auch mit den Punkten. Und etwas gerade geschnitten. Dafür gibt es aber etwas zum Drumknoten. Könnt ihr selber entscheiden, ob es direkt unter der Brust geknotet werden soll oder an der Taille geknotet werden soll. Es hat hier an den Seiten zwar diese Dinger, wo das Stück Stoff durch soll, aber man sieht die fast kaum. Deshalb könnt ihr selber entscheiden, wo ihr das Ganze ansetzen möchtet. Und am Hals ist es zwar so süß Beethoven-mäßig geschnitten, aber es engt auf jeden Fall nicht ein, weil es so locker geschnitten ist, aber trotzdem so süß zusammenfällt. Das war meine Ausbeute bei Shein. Wenn ihr in letzter Zeit bei Shein geshoppt habt oder jetzt nach dem Video bei Shein stöbern geht, dann schreibt mir doch unten rein, was so eure Lieblingsteile sind. Dann schaue ich da vorbei, weil ich finde, bei Shein muss man immer so ein bisschen suchen, bis man die wahren Schätze findet. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir unten rein schreibt, welche Teile ihr am besten findet, wo ihr sagt, boah, das sieht echt toll aus und qualitativ und interessant, sexy, süß. Solche Sachen könnt ihr mir sehr gerne unten mal selber in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr darüber freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und abonniert bitte meinen Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst und damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.